Hallo. Ja, vielleicht habt ihr euch gewundert, warum ich im letzten Video zum Festival zu Rock am Ring keine richtige Verabschiedung, kein Fazit oder was auch immer gemacht habe, sondern einfach wirklich nur mehr oder weniger die kleinen Clips dann ans Ende gecuttet habe, geworfen habe. Das hat alles einen Grund, denn ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon in der Überschrift gesehen. Dieses Video ist kein angenehmes Video. Mein Bruder war ja das Wochenende hier und hat auf unseren Kater, aber eben auch auf unsere Katze aufgepasst. Also er war das Wochenende hier und hat sich um die beiden gekümmert. Und ihm ist dann irgendwie aufgefallen, dass Simon humpelt. Das hat er uns dann recht spät erst geschickt. Ihm ist es schon ein kleines bisschen früher aufgefallen, ich glaube am Samstag. Er wollte uns aber jetzt halt auch nicht verunsichern. Er dachte, ihm ist irgendwas passiert und dass es auch eigentlich erstmal nur so eine Verstauchung oder sowas ist. Das kann ja dann auch mal passieren. Ja, wir haben die Nachricht gelesen und waren natürlich erstmal beunruhigt, aber wir waren halt auf dem Festival, was soll man dann groß machen? Und wir wussten, wir gehen dann halt am Montag direkt. Es war ja unser Ankommtag dann. Wir sind von Sonntag auf Montag angekommen um 3 Uhr nachts. Ja, sobald wir ein paar Stunden geschlafen haben, rufe ich beim Doktor an und wir bekommen einen Termin und so. Und das wussten wir, dass das so der Fall ist. Und demnach konnten wir uns da wenigstens ein bisschen beruhigen, dass er dann ja Hilfe bekommt. Und wir waren aber trotzdem halt verunsichert, dass was mit seinem Bein ist. Dann sind wir nach Hause gekommen und haben halt gesehen, dass Simon eigentlich eher läuft, als wäre er betrunken. Also, dass er ganz schwankend ist und dass es zwar hauptsächlich ein Bein ist, das er nicht wirklich belastet, aber dass es halt noch funktioniert und okay ist, weil wir haben es dann auch so ein bisschen versucht zu bewegen und alles und er hat damit keine Probleme gehabt und hat es an sich auch noch benutzt. Also im Kopf wieder Alarmglocken, Diabetes. Und zur Erinnerung, wir waren im Januar, Ende Januar bei dem Arzt hier um die Ecke, bei dem Tierarzt und so, es war ein neuer Tierarzt dann für uns, nachdem wir hier umgezogen waren. Ja, und da sah alles rosig aus, es sah alles super aus. Er meinte auch, es ist unwahrscheinlich, dass das Diabetes zurückkommt. Wenn wir möchten, können wir nochmal in ein paar Monaten ein Check-up machen und so. Aber ja, es sieht alles super aus. Und jetzt plötzlich, als wir dann dort waren, wieder extrem hohes Diabetes, aber halt auch Nierenprobleme und schwacher Herzschlag. Ja. Jetzt sitze ich hier mit dem Kleinen. Wir haben ihn jetzt wieder, haben auch Insulin bekommen, das auch wirkt, aber ihm geht's halt nicht gut. Und uns natürlich auch nicht. Amar musste jetzt heute in die Firma, ins Büro und arbeiten, weil er eine neue Stelle ja hat. Die meine Vlogs verfolgen, die haben das mitbekommen. Ich konnte mir jetzt, weil mein Chef sehr verständlich war, jetzt nochmal 2 Tage frei nehmen, weil am Donnerstag ist ja Feiertag und am Freitag versuche ich dann halt wieder zu arbeiten. Mir geht es halt mental und körperlich jetzt auch gar nicht gut. Also wenn was mental ist, dann hat es das auch Auswirkungen auf meinen Körper, so mit Kopfschmerzen und allem. Ich sitze hier halt mit Simon und ja, alle 2 Stunden checke ich seinen Blutzucker, weil wir ihm jetzt halt auch 5 Einheiten gegeben haben. Seit gestern Abend um 7, heute Morgen um 7 dann auch wieder. Ja, also alle 2 Stunden checke ich den Stand, einfach dass er halt auch nicht unterzuckert. Er will halt aber auch gar nichts fressen. Ich habe ihm so ein bisschen was angeboten und das frisst er wenigstens. Oder hat er jetzt so zweimal ein bisschen was von gegessen, aber so ein 100-Gramm-Päckchen war das halt auch nicht. Also er frisst so gut wie gar nichts, was laut Doktor halt vom Nierenproblem kommt. Und ja, das mit der Niere und mit dem Herz natürlich, das ist jetzt halt das Schlimmste.
der Doktor denkt, dass das mit dem schwachen Herz halt davon kommt, dass es im Allgemeinen nicht gut geht und das Nierenproblem wird man dann angehen, wenn jetzt das mit der Diabetes einigermaßen im Griff ist. Das sieht jetzt einigermaßen gut aus, aber ich merke halt, dass es ihm nicht gut geht. Er sitzt halt wirklich hier nur auf dem Bett und ja, macht nichts. Schläft manchmal. Und das ist es. Und das Einzige, was er halt macht, ist, wenn man ihn krault, dann schnurrt er wenigstens noch. Ich wollte das eigentlich alles aufnehmen, ohne jetzt wieder weinen zu müssen, aber ja. Also vom extremen Hocherlebnis von Rock am Ring, was wirklich richtig cool war, jetzt zurück zum Alltag, der halt wirklich richtig reinhaut mit diesem Problem. Das ist halt richtig krass. Und wir haben nicht zu viel gefeiert oder so, aber klar, sowas draußen campen und sowas, das ist ja halt schon anstrengend, weshalb wir uns eigentlich den Montag noch komplett freigenommen hatten, aber den haben wir dann halt auch komplett beim Tierheim verbracht und in unserem Kopf gehen jetzt halt auch Vorwürfe rum, also ich denke mal bei Arma auch, bei meinem Freund, bei mir hauptsächlich, aber ja, es ist leider bei Katzen so, dass man sowas immer so spät erst rausfindet und es sah ja wirklich gut aus. Auch der Tierarzt war jetzt total erstaunt. Er meinte, also seine Worte waren wirklich, das sah ja aus wie im Bilderbuch noch vor ein paar Monaten. Wer hätte gedacht, dass sich das jetzt so krass und schnell entwickelt? Und er hätte auch damit gerechnet, dass da sein Diabeteswert halt wieder so hoch war, also auch der Fructosaminwert, der wurde auch gecheckt. Er hat damit auch dann gerechnet, dass Simon deutlich dünner sein sollte. Also an sich hätten wir das dann wahrscheinlich erstmal gar nicht wirklich merken können, bevor er nicht mit diesem schwankenden Gang angefangen hat. Weil er hat eigentlich auch schon immer viel getrunken, selbst dann, als sein Diabetes weg war. Aber trotzdem, das ist wirklich einfach nur blöd. Ja, also er hat uns halt mehrere Optionen gegeben. Eine war natürlich wieder einschläfern lassen. Das war die letzte, die er gegeben hat. Das war jetzt letztes Jahr, als Diabetes diagnostiziert wurde, das erste Mal. War das ja auch schon der Fall. Die Option 1 war, dass er stationär aufgenommen wird. Er ist dann ja doch so ein kleines Sensibelchen, dass er sowas halt sehr hasst, wenn er irgendwo anders ist als hier daheim. Und die zweite Option ist halt, dass wir es nochmal probieren mit Insulin. Das haben wir jetzt halt gemacht, aber wir müssen uns eventuell darauf einstellen, dass jetzt beim nächsten Termin am Mittwoch die Ergebnisse weiterhin nicht gut sind und dass wir dann eine finale Entscheidung treffen müssen. Ja. Ich hoffe es einfach nicht, dass es sein muss, aber es geht ihm echt nicht gut. Und wenn man das ja schon bei Katzen sieht, dann ist das wirklich so. Also Katzen, wenn die Probleme haben und die sind nicht so extrem, dann zeigen die das ja auch gar nicht, weshalb das halt auch immer so schwer ist, vor allem so Nierenprobleme und sowas zu erkennen. Wenn man es dann tut, ist es meistens schon zu spät, wie es wahrscheinlich jetzt bei uns der Fall ist, ich weiß es nicht. Ja, und wenn es Katzen halt richtig schlecht geht, dann sieht man es und dann ist halt, wie gesagt, ziemlich schwerer Fall und der Doktor hat auch wirklich gesagt, er ist ein Risikopatient und er darf dann auch sterben. Das waren seine Worte. Ich meine, es ist hart, dass das gesagt wird, aber ja, wir müssen der Realität ins Auge blicken, wenn es halt wirklich jetzt nicht besser wird, weil
Ich will ihm nicht zu sehr leiden lassen. Aber ich weiß dann wenigstens, wir haben es nochmal probiert und haben halt nicht direkt aufgegeben. Das ist unsere Devise. Wenn er jetzt noch irgendwie einigermaßen gerettet werden kann und es ihm besser geht, dann... Ja, das so haben wir jetzt gedacht und ich hoffe, dass das für ihn auch okay ist, wenn er halt einfach nur reden könnte. Das ist so das Schwierigste, das für ein Tier entscheiden zu müssen dann, ohne wirklich zu wissen, wie es ihm geht. Naja, also ich wollte jetzt das hier auch nicht aufnehmen, um euch irgendwie voll zu heulen oder um euer Mitleid zu bekommen oder irgendwas, aber ich weiß, dass viele von euch auch Katzen haben und ich weiß nicht, einige mussten vielleicht auch mal durch so eine Situation durch oder müssen es vielleicht irgendwann. Und ja, was wünscht man keinem, aber vielleicht gibt euch das jetzt halt auch ein bisschen, keine Ahnung, nicht wirklich Mut, aber vielleicht einfach das Wissen, dass es, ja, dass man nicht alleine ist mit Schuldgefühlen und sowas, weil... Klar, es ist schwierig, sowas früher zu erkennen, aber trotzdem ist da immer noch irgendwas im Kopf, das einem dann sagt, hätte ich nicht einfach früher zum Arzt gehen sollen und dann hätte man das erkannt, dann würde es ihm vielleicht jetzt wieder direkt richtig gut gehen. Ja, er ist halt auch schon alt. Vielleicht ist es einfach an der Zeit. Gut, also das Video ist jetzt, wie ihr merkt, ganz anders als mein sonstiger Content. Ich versuche mich zwischendurch immer mal wieder ein bisschen abzulenken mit irgendwelchen YouTube-Videos hier auf dem Bett, aber ich möchte halt mehr oder weniger rund um die Uhr bei ihm sein und komme wahrscheinlich zu keinem Handarbeitsding. Also ich habe jetzt heute nichts in die Hand genommen. Demnach wird es keine Updates geben. Es würde sich auch komisch anfühlen jetzt in diesem Video. Ich hoffe, dass ich nächste Woche normal weitermachen kann, je nachdem, was halt passiert. Ja, mehr kann ich jetzt aktuell nicht sagen. Ich melde mich dann wieder am Mittwoch, wenn ich weiß, also morgen. 9.45 Uhr haben wir den Termin. Wenn ich da irgendwas weiß. Das ist halt auch blöd, ich muss dann da alleine hin, weil Arma auch wieder ins Büro muss. Er hat halt ganz viele Meetings, wo er dann auch in der Firma sein muss. Und mal gucken. Ich hoffe einfach, dass wenn es dann passieren muss, dass es nicht irgendwie direkt passiert und dass ich das alleine bewältigen muss. Ich bin mir auch sicher, dass Arma auch sich verabschieden möchte. Ja, aber ich glaube, man macht dann da irgendwie einen Termin am Nachmittag aus, ne? Ich weiß es nicht. Mir geht alles Mögliche im Kopf rum, wie ihr merkt. Ja, aber man muss sich halt irgendwie versuchen, darauf einzustellen. Aber ich glaube, dass das niemals der Fall sein kann, dass man sich da irgendwie drauf einstellt. Naja, ich melde mich dann. Ich hoffe einfach, dass es irgendeine Besserung geben wird. Da ist er, der Patient. So liegt er halt die ganze Zeit da rum. Simon. Es ist jetzt der nächste Morgen. Und es ist circa 8:45 Uhr.
Unser Termin ist um 9:45. Ach, sorry, das Fenster ist auf, weil die kühle Luft jetzt doch noch rein soll. Es soll heute wieder richtig warm werden. Ja, wie dem auch sei, mein Angstlevel ist natürlich ganz weit oben. Ich versuche mich irgendwie abzulenken mit irgendwelchen Strick-Podcasts. Und dass ich jetzt irgendwie, ich habe schnell geduscht und meine Haare irgendwie hochgemacht und solche Dinge. Also ich wusel hier hauptsächlich hin und her. Vorhin habe ich Simon auch nochmal seine Insulindosis gegeben. Ich messe seinen Blutzuckerwert weiterhin und ja, ich muss einfach gucken. Ich hoffe einfach auf sowas, auf ein wenigstens einigermaßen gutes Ergebnis. Aber ich merke, dass es ihm weiterhin nicht gut geht. Also alles, was er macht, ist halt rumliegen. Er geht ab und an mal was trinken und aufs Klo. Und dann ist er halt auch sehr wackelig auf den Beinen. Immerhin schlägt das Insulin an, aber ich weiß halt nicht, ob das ausreichend ist. Ja, also gut geht's ihm nicht, das merke ich. Er frisst immerhin was, aber es ist nicht viel. Vielleicht alle paar Stunden, naja, eher alle 8 Stunden oder so. Bisschen weniger vielleicht, mal so eine Handvoll von irgendwas. Aber immerhin ist es was, oder? Weil bevor wir beim Arzt waren, hat er gar nichts gefressen. So 3 Tage lang oder so. Ja. Mal gucken. Also ich habe richtig, richtig viel Angst. Das könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Und jetzt schauen wir einfach mal, was rumkommt nachher. So, es ist einiges später. Ich bin schon länger vom Tierarzt wieder zurück und war noch Lebensmittel einkaufen und Katzenfutter. Also Simon ist jetzt erstmal aus dem wirklich lebensbedrohlichem Status, so gut es geht, raus. Das ist jetzt schon mal die gute Nachricht. Sein Herzschlag ist wieder deutlich stärker. Er wirkt ein bisschen vitaler, aber halt auch nur minimal, weil das mit der Niere natürlich weiterhin noch so extrem ist. Also sein Kreatininwert, dieser Nierenwert, ist bei 9. Normal ist wohl sowas bis 3. Ja, also zunächst war es recht positiv, weil sein Diabetes halt auch in einem Normalwert jetzt wieder ist. Also das Insulin hat zum Glück direkt angeschlagen, obwohl wir jetzt auch das Canninsulin bekommen haben, das eine nicht so gute Langzeitwirkung, glaube ich, war es hat. Wir hatten vorher Prozink für ihn. Natürlich ist Lantus das für Menschen immer noch das Beste, aber ist halt schwer zu bekommen, wenn man niemanden in der Familie hat, der Diabetes hat und sich spritzen muss. Und laut Tierarztverordnung muss er halt immer erstmal die tierischen Dinge verschreiben. Und da es halt wirkt, kann er jetzt nicht sagen, dann bekommt ihr Lantus. Ja, aber wie gesagt, es wirkt. Also das ist jetzt schon mal im Griff, das mit dem Insulin, mit der Diabetes und allem. Aber jetzt ist halt das große Problem weiterhin das mit der Niere. Er hat dann auch wieder, wir hatten dann erstmal auf die Ergebnisse gewartet. Die können das bei sich in-house im Labor schnell entwickeln. Und da kam dann halt raus, dass dieser Wert so extrem hoch ist. Und er meinte dann halt auch direkt, eigentlich empfiehlt er dann den Besitzern ein Einschläfern bei so einem hohen Wert. Weil selbst wenn man mit einer Behandlung das auf die Hälfte wieder hinbekommt, ist es ja immer noch ein sehr hoher Wert. Und das ist natürlich auf die Dauer für den Körper nicht gut.
Jetzt haben wir halt trotzdem blutdruckreduzierende Tabletten bekommen. Die sind jetzt aber nicht so krass für die Katze. Also eigentlich macht man da dann auch eine Urinuntersuchung, ob da viel Eiweiß, was glaube ich, drin ist. Aber er hat uns empfohlen oder halt mir empfohlen, ich war ja alleine dort, ihm das direkt zu geben, weil es halt nur so eine minimale Reduzierung des Bluthochdrucks ist. Ich weiß gar nicht, ob er, ich glaube, er hat gesagt von 140 auf 120 oder sowas, wenn es dann jetzt im Normalbereich trotzdem noch wäre. Ich kenne mich mit Blutdruck auch überhaupt nicht aus, ehrlich gesagt. Also es würde jetzt ihm nicht schaden, diese Tabletten trotz allem zu geben, selbst wenn jetzt sein Blutdruck nicht zu hoch ist. Aber so oder so ist es jetzt halt bei einem Nierenproblem ratsam, das zu nehmen. Deswegen habe ich ihm jetzt vorhin die Tablette gegeben und war jetzt halt noch im Tierladen und habe dann auch Nierenfutter gekauft oder halt besonderes Futter für Nierenkrankheiten. Ja, auch ein bisschen Trockenfutter, einfach, dass da auch noch ein bisschen was da ist. Trockenfutter ist halt auch immer so eine Sache, aber bis vor einer Weile haben die beiden super gerne Trockenfutter gegessen. Jetzt gerade wegen des Geruchs, glaube ich, will Simon hauptsächlich Nassfutter. Deswegen habe ich hauptsächlich davon was gekauft und habe da halt dann auch die Tablette für den Bluthochdruck reingemacht und er hat tatsächlich direkt gefressen. Das hat mich schon mal sehr, sehr glücklich gemacht, dass er jetzt auch wenigstens direkt ein bisschen was gefressen hat. Und ich glaube, er hat so ziemlich genau den 85 Gramm Beutel gefressen. Das war irgendwas mit Huhn. Keine Ahnung. Und ich habe ihm, wir haben nämlich auch so eine Paste bekommen, die den Appetit anregt. Das habe ich ihm dann halt auch ins Ohr dann, obwohl er schon gefressen hat, direkt noch reingemacht, weil er halt so wenig jetzt in der letzten Zeit gefressen hat und natürlich das wichtig ist, dass er nicht noch mehr Gewicht verliert und alles. Also er ist noch nicht ganz um, sagt man, wieder ums Eck. Nein, wie sagt man denn da? Übrigens, krasser Unterschied hier, ne? Das ist vom Festival. Leider verbrannt. Aber ja, das ist jetzt, tut jetzt ja auch nichts zur Sache. Ist mir jetzt gerade nur aufgefallen, dass das auch an der Kamera sehr krass aussieht. Ja, wir haben jetzt in 3 Wochen nochmal einen Termin zum Checken. Vor allem dann eben für diesen Kreatininwert. Ja. Er meinte dann aber auch, es kann halt sein, dass die 3 Wochen, dass er die nicht mehr hat. Also ich weiß nicht. Ich habe dann noch mit der Person aus dem Tierheim gesprochen, mit der ich immer mal wieder im Kontakt, auch jetzt nach der Adoption von Holly bin, also vom Tierheim Ettlingen, einfach auch nochmal hier an dieser Stelle. Das ist einfach ein super Personal dort und ja. Mit der Frau, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich einfach auch nicht weiß, ob sie das möchte, aber ich habe mich da jetzt mit ihr ausgetauscht und sie hat tatsächlich auch, sie hat jetzt vor kurzem eine Katze ihrer dreien verloren, auch an Krankheit und 2 weitere, die 2 verbliebenen sind jetzt auch krank, also im Prinzip teilen wir dieses Schicksal. Einer davon ist auch nierenkrank und es sieht bei beiden wohl auch sehr, sehr schlecht aus, vor allem bei einem. Ja, aber sie konnte jetzt mir halt da auch so ein bisschen gut zureden, dass sie es erstmal halt auch interessant findet, dass der Doktor jetzt direkt von Einschläfern auch gesprochen hat. Und dass es bei solchen Nierendingen halt auch sein kann, dass ganz extrem schnell von heute auf morgen dieser Wert so stark angestiegen ist. Aber ich finde es halt trotzdem krass, dass man so schnell von Einschläfern spricht und dann irgendwo dem Besitzer ja doch die Angst macht,
sein Tier jetzt dann direkt bald verlieren zu können. Und es ist ja immer noch nicht vom Tisch, dass das passieren kann. Ich meine, natürlich, wenn wir jetzt mit der Zeit merken, dass Simon weiterhin so viel, ja, wenn er sich jetzt wieder verschlechtert, wenn wir merken, dass er leidet weiterhin immer noch, oder halt deutlich mehr, er leidet jetzt wahrscheinlich auch immer noch sehr, aber wisst ihr, wie ich meine, wenn halt das Leiden zu stark ist, dann ist klar, dass das die Entscheidung sein wird, weil ich einfach auch nicht möchte, dass er unnötig leidet und wird es einfach nur künstlich in die Länge ziehen. Ja, aber wenn jetzt immer noch wenigstens Hoffnung besteht, dass es ihm durch diese Behandlung besser gehen kann, dann probiere ich das. Das steht für mich außer Frage. Ja, und das meinte eben auch die Frau vom Tierheim, dass das die richtige Entscheidung auch ihrer Meinung nach ist. Und das bekräftigt und bestätigt mich halt, dass wir hoffentlich das Richtige tun. Ich meine, wie gesagt, wir können halt nicht mit ihm reden. Wir wissen nicht, ob es wirklich die richtige Entscheidung ist, ob das ist, was er jetzt möchte. Aber ja, es ist halt mein kleiner, lieber Simon. Ich muss jetzt einfach damit klarkommen, dass es jetzt irgendwie wahrscheinlich 3 Wochen aufgeschoben ist, aber immerhin geht es mir jetzt damit ein bisschen besser zu wissen, dass doch noch Hoffnung besteht. Und ja, ich probiere jetzt halt heute und morgen ist ja auch noch frei, morgen ist Feiertag, einfach auch ein bisschen klar zu kommen. Ich werde weiter mich natürlich um Simon kümmern. Aber dann natürlich auch, wenn er wieder zurück ist. Er ist halt heute, wie gesagt, im Büro. Und wir stehen das immerhin zusammen durch und hoffen einfach jetzt das Beste. Mehr können wir, denke ich, nicht machen. Ja, ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, warum ich das jetzt alles auffilme. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemanden interessiert. Gut, ich meine, viele von euch interessieren sich für unsere Katzen, weil sie eben selbst auch Katzen haben, wie gesagt. Und ich denke, der eine oder andere ist auch schon mal durch so eine Situation gegangen. Ob es jetzt Hund, Katze, Maus, Alligator, was weiß ich was ist, ist ja erstmal wurscht. Es ist ein Haustier, aber für uns ist es halt ein Familienmitglied. Selbst nach den jetzt 3 Jahren, wo wir ihn jetzt nur haben, er gehört halt einfach dazu. Und das geht einfach nicht, dass wir ihn so schnell aufgeben. Ja, ich probiere jetzt einfach noch, mich ein bisschen abzulenken. Wie gesagt, ich werde jetzt noch irgendwelche Videos auf YouTube angucken und ein bisschen dabei stricken. Ich hoffe, dass ich euch vielleicht die Tage noch mal ein bisschen ein schöneres Update geben kann und vielleicht dann doch auch immer noch ein bisschen Strick-Updates. Aber wahrscheinlich wird dieses Video irgendwie hauptsächlich das Thema unser Kater Simon haben. Ja, also, wie ich schon vorhin gesagt habe, heute Morgen oder gestern war es, ich weiß es gar nicht mehr. Fühlt euch gedrückt, wenn ihr durch so eine schwere Zeit auch geht, auch wenn ihr natürlich Verwandten oder irgendwie sonst jemanden habt, der im Sterben liegt oder dem es ganz schlecht geht. Es geht mir jetzt natürlich nicht nur um die Haustiere. Ihr seid nicht alleine, fühlt euch gedrückt und gebt die Hoffnung doch nicht auf, auch wenn man realistisch sein sollte. Also das sage ich mir halt auch immer. Ich probiere es so lange, wie es geht mit unserem Simon. Oder wir probieren es, aber die Hoffnung bleibt weiterhin bestehen. Habe ich das jetzt richtig gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich hätte so gern gehabt, dass dieser Vlog ein schönes Ende hat.
Heute ist der 12. Juni, Montag. Und heute wäre unser zweijähriges Jubiläum mit Simon gewesen. Wir hätten ihn heute 2 Jahre bei uns gehabt. Ja, und für die, die mich auf Instagram nicht verfolgen, die wissen jetzt wahrscheinlich daran, dass ich Vergangenheitsform benutzt habe, dass Simon nicht mehr bei uns ist. Ich dachte eigentlich, ich wäre einigermaßen gefestigt genug, diese Aufnahme jetzt zu machen. Es ist jetzt auch gerade Mittagspausenzeit und ja, jetzt um die Zeit ist er genau 2 Tage tot. Es ist natürlich noch nicht lange und demnach geht es uns auch immer noch ziemlich dreckig. Aber ich dachte, ich wäre eigentlich soweit einigermaßen gefestigt genug, aber nee. Gerade heute, dieser Tag ist jetzt sehr schwer, weil ich dachte irgendwie, er wäre schon 3 Jahre bei uns, aber nein, es sind dann jetzt eben nur 2 Jahre heute gewesen, wären es gewesen. Ich bin dankbar über die 2 Jahre, die wir mit ihm hatten. Es war wunderbar. Wir haben ihn sehr geliebt und vermissen ihn jetzt natürlich unfassbar. Aber es war das Beste für ihn. Ich weiß nicht, wie positiv ich mich am Mittwoch, da habe ich, glaube ich, die letzte Aufnahme gemacht, wie ich mich da angehört habe. Ich weiß es nicht mehr, was ich euch alles erzählt habe. Aber es sah zunächst aus, als wäre noch Hoffnung da, als wäre eine Besserung irgendwo möglich. Aber alles, was wir bekommen haben vom Arzt, hat nicht gewirkt, außer das Insulin. Das hat ja direkt angeschlagen. Das war auch weiterhin der Fall. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie die blutdrucksenkenden Mittel bei ihm gewirkt haben. Das kann ich jetzt leider nicht sagen. Aber er wollte irgendwann wirklich gar nichts mehr fressen. Auch gar nichts mehr trinken. Er konnte so gut wie sich gar nicht mehr richtig bewegen. Er lag wirklich einfach nur rum. Wir haben ihm zwangsernährt, Zwangswasser versucht einzutröpfeln. Das ist dann manchmal auch einfach wieder rausgekommen mit seiner letzten Kraft, die er noch hatte. Zwischenzeitlich dachten wir so am Donnerstag, ah, vielleicht geht es jetzt ja doch ein bisschen besser, weil dann hat er Sachen wieder drin gelassen. Also Mittwoch auf Donnerstag war es besser, aber dann von Freitag auf Samstag ging es rapide bergab und ja, hat er sich mit der letzten Kraft, die er noch hatte, dann auch immer mehr gewehrt dagegen, dass wir ihm was geben. Oh, das war ganz schlimm. Und deswegen haben wir die extrem schwere Entscheidung getroffen, ihn dann am Samstag in so einer Notfalltierklinik in Durlach gehen zu lassen. Man hat es ihm angesehen, es ist nicht mehr gegangen. Ja, und wie gesagt, er hat sich dann morgens auch, er hing wirklich nur noch so da und hat sich dann wieder übergeben, nachdem wir versucht haben, ihm nochmal was zu geben. Und es war dann für uns wirklich so der ausschlaggebende Moment und um 9 Uhr habe ich dann angerufen dort, nachdem sie aufgemacht hatten. Die hat nämlich von 9 bis 22 Uhr geöffnet. Und dann haben wir gesagt bekommen, wir können direkt kommen. Ja, gegen 12 Uhr war es dann vorbei. So ganz habe ich es noch nicht realisiert, glaube ich. Ich erwische mich manchmal immer noch
dass ich denke, er ist jetzt bei uns auf der Garderobe. Da hat er so sein Lieblingsplätzchen gehabt, wo er sich zurückziehen konnte. Das hat er ab und an sehr gerne gemacht. Oder ich habe immer noch das Gefühl, er kommt jetzt bald aufs Bett, auf meinen Schoß oder hat sich dann auch so gern um meinen Kopf rumgelegt. Also die zwei Morgen oder das zweimal Aufwachen jetzt, das war auch richtig schlimm. Und zu Bett gehen, weil er halt jetzt auch am Ende hauptsächlich die Zeit auf dem Bett verbracht hat, weil er so wenig Kraft hatte. Hier war er dann auch am Freitag. Es ist auch alles noch so da, wie es war, weil ich es auch nicht übers Herz bekomme, das abzubeziehen, weil halt seine Haare da noch drauf sind. Ja, ich habe gestern mit dieser Ansprechpartnerin aus dem Tierheim, sie arbeitet mittlerweile gar nicht mehr dort, ausgetauscht. Das habe ich, glaube ich, auch erzählt. Ich weiß es gar nicht mehr. Und mit ihr habe ich 2 Stunden gestern dann auch nochmal telefoniert. Das hat gut getan. Deswegen dachte ich, ich könnte jetzt drüber reden, aber es ist natürlich immer noch sehr, sehr schwer. Ja, wir versuchen jetzt Andenken zu erstellen. Also ich habe auf Etsy zum Beispiel so Schmuck bestellt. Wir haben ihm Haare abgeschnitten vorher noch. Das sieht wunderschön aus. Es hört sich jetzt, glaube ich, makaber an. Schmuck aus Tierhaaren, aber es sieht wunderschön aus. Kann ich euch gerne mal verlinken, falls das auch von Interesse für jemanden sein sollte. Also es ist ein Herz, das dann quasi mit den Haaren gemacht wird und die werden dann eingeschlossen, sodass da auch nichts Komisches ist oder so. Das fanden wir schön. Wir wollten ihn jetzt nicht einäschern lassen oder sowas. Einfach weil wir eben andere Erinnerungen schaffen wollten, beziehungsweise wir haben ja unsere Erinnerungen und das war dann für uns auch okay, aber wir wollen jetzt ganz viele Fotos noch ausdrucken und ein Album machen, dann wenn wir es können. Wir hatten auch auf TikTok was gesehen, ich habe das jetzt gerade mal kurz geholt, das haben wir dann jetzt kurz vor knapp auch noch mit ihm gemacht, das war jetzt dann am Freitag. Am Freitagmittag oder was? Nee, ich glaube am Donnerstag war das. Hier so ein Bild. Das Grüne ist Amma, das Gelbe bin ich und das Schwarze ist eben er. Ich habe es zuerst ein bisschen vermasselt, deswegen haben wir hier noch die richtigen Abdrücke gemacht. Und Holly soll dann halt auch noch dazu und damit es dann gewollt aussieht, machen wir hier auch noch ein paar von ihr dazu. Das hängen wir dann auf. Ja, ich habe mir gewünscht, dass es ein bisschen schöner rauskommt. Da bin ich dann halt perfektionistisch. Aber das ist jetzt halt so, wie es ist. Und das wird jetzt in Ehren gehalten. Vielleicht rahmen wir es dann zusätzlich noch ein, dass es auch wirklich für immer da ist. Für uns. Wir überlegen, ob wir uns ein Kissen machen lassen. Das gibt es auch auf Etsy, glaube ich, oder sonst wo. Irgendwelche Internetseiten. So Kuschelkissen quasi, dass man ihn halt gefühlt nochmal umarmen kann. Ich versuche mich jetzt echt zusammenzureißen, weil ich euch nicht zu viel voll heulen möchte. Aber ist schwer. Ich habe, glaube ich, noch nie so einen großen Schmerz empfunden. Das heißt, als ich 12 war, meine Oma verstorben ist, da war ich, glaube ich, doch irgendwo noch zu jung, um das so richtig zu realisieren. Und dann, ja, ein paar Jahre später ist mein Großvater auch gestorben. Aber ich war denen nicht so nah, wie ich es jetzt tatsächlich zu unserem Simon war. Also ich finde es ganz schlimm und ich weiß nicht, wie wir jemals wieder einigermaßen okay sein sollen. Also uns geht es natürlich beiden super, super schlecht. Wir sind eine super Stütze füreinander. Ich wüsste nicht, wie ich das alleine... Gut, ich habe natürlich meine Familie, klar, aber
Ich wüsste nicht, wie ich das jetzt hier in der Wohnung und so alleine mit den Erinnerungen durchstehen würde. Ja, das Lustige ist, dass wenn Amma weint, dann bin ich da und umarme ihn und versuche ihn so gut es geht zu trösten und ja, andersrum auch. Und genau, ich denke, Erinnerungen schaffen und versuchen, mit dem Schmerz irgendwie klar zu werden und sich Ablenkung zu suchen. Deswegen arbeite ich heute auch wieder. Ist ganz wichtig. Aber ja, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, wenn ihr durch was Ähnliches oder genau die gleiche Situation, dass ihr ein Tier verloren habt oder irgendjemand, der euch extrem nahe standet, ja, ich bin dankbar für jeden Tipp und danke für eure lieben Kommentare auf Instagram. Sowas hilft auch. Euer Verständnis ist unfassbar. Danke dafür. Ich drücke euch und ja, ich werde versuchen, mir jetzt auch Zeit zu nehmen und werde wahrscheinlich erstmal keine Videos posten nach diesem Video. Denke, das versteht ihr. Ich habe mir echt gewünscht, dass es nochmal geht, aber ich glaube, es war einfach auch seine Zeit. Er war ja doch auch schon jetzt 15 circa, schätzt man, ist schwer zu sagen. Unser armer Simon. Okay. Melde mich irgendwann wieder mit einem Video, wenn es einigermaßen besser ist, obwohl ich bezweifle, dass es jemals sein wird. Wir haben ja zum Glück noch unsere liebe Holly. Sie ist ja auch so eine goldige. Wir müssen uns jetzt überlegen, weil wir wollen sie nicht alleine lassen jetzt. Sie ist ja ein junges Mädel noch und gewohnt, mit anderen Katzen zusammen zu sein. Aber wir brauchen halt jetzt erstmal Zeit. Wir müssen jetzt mal schauen, wie sie sich verhält. Okay. Fühlt euch gedrückt von mir. Bis.